Die Flüchtlingskrise ist für die Wiener Tafel bis heute spürbar. Obwohl die Asylanträge seit 2015 stetig sinken, ist die Anzahl der grundversorgten Personen in Österreich noch immer sehr hoch. Neue Unterstützung bekommt die Wiener Tafel aber von den Flüchtlingen selbst. Zwischen 40 bis 50 Asylsuchende engagieren sich mittlerweile ehrenamtlich bei der Tafel. Ich bin Elgöz Mohammed, ich komme aus Syrien und ich bin 39 Jahre alt. Vor 3 Jahren habe ich nach Österreich gekommen. Und lerne ich Deutsch und suche eine Arbeit, aber leider bisher ist mir nicht gelungen, eine Arbeit zu finden. Ich bevorzuge in Integrationsjahr und jetzt ich arbeite in Wiener Tafel. Freiwillige Arbeit ist für Asylsuchende oftmals die einzige Möglichkeit, regulär zu arbeiten. Denn freien Zugang zum Arbeitsmarkt bekommt man in Österreich erst nach einer positiven Entscheidung im Asylverfahren. Die Mitarbeiter der Wiener Tafel sind dagegen überzeugt, dass auch Flüchtlinge von einer sinnvollen Arbeit profitieren. Selber glaube ich, dass schon irgendwie aus der Lethargie rausgerissen werden, die eben in einem Flüchtlingsheim besteht, wenn man den ganzen Tag nichts zu tun hat und versauert man, glaube ich, nach einer Zeit lang oder wird nicht so anerkannt. Außerdem ziehen sie sich dann immer mehr zurück, ja, und gehen nicht so aus sich heraus. Und das wollen wir da auch fördern, ehrlich gesagt, dass sie für nicht genieren brauchen, sondern einfach sie denken, hey, da bin ich willkommen, ja, da werde ich wirklich geschätzt da und da arbeite ich auch gern. Die machen das alle mit Freude, mit Engagement, mit Vehemenz, kann man nichts sagen. Für Flüchtlinge ist die ehrenamtliche Arbeit ein Zugang zur österreichischen Gesellschaft und Sprache. Viele Asylwerber würden aber auch wertvolle Fachkenntnisse mitbringen, von denen die Wiener Tafel profitiert. Ein Gewinn für beide Seiten, zumindest für eine begrenzte Zeit. Jeder möchte etwas Sinnvolles tun können und möchte respektiert, akzeptiert und integriert sein. Und das wird mehr oder weniger klar und eindeutig reflektiert und kommuniziert von den Menschen, die nach Österreich geflüchtet sind und hier aufgenommen werden wollen von dieser Gesellschaft und sich auch engagiert und aktiv einbringen. Ein Aspekt ist beispielsweise, dass uns ganz viele geflüchtete Menschen sagen, ich möchte mich dafür auch ganz aktiv bedanken, dass ich von dieser Gesellschaft aufgenommen wurde. Und die wissen auch ganz genau, dass es sinnvoll, richtig, wichtig und notwendig ist, sich aktiv einzubringen und die Sprachkompetenz zu erlangen, beziehungsweise mit den Menschen, die hier leben, intensiver in Kontakt zu treten, um zu verstehen, wie leben die Menschen hier, welche Gewohnheiten haben sie und welche kulturellen Bezüge gilt es kennenzulernen. Für die ehrenamtliche Hilfe bekommt jeder Flüchtling eine Bestätigung, die auch ins laufende Asylverfahren eingereicht werden kann. Eine Garantie für einen positiven Bescheid ist das allerdings nicht.